Hallo, werte Rambas und Rambarinen, zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Heute mit einem Replay vom AMX 13 F3 Fab Fun. Und er hat hier das schlimmstmögliche Matchmaking, was er natürlich so haben kann, erhalten. Klar, er spielt mit dem T29, aber ansonsten ist es halt nicht so schön, mit einem 6er in ein 9er Gefecht zu kommen. Allerdings, ich sage mal so, das Spiel steht unter dem Motto Tier 9 Battle carried by a Tier 6. Also, grob übersetzt, der Tier 6 macht im Tier 9 alles klar. Und das wird er wohl hoffentlich auch zeigen. Zumindest so die Werte, die schauen mal gut aus. Jetzt gucken wir mal, wo er sich positioniert. Es gibt ja so zwei Arti-Spots. Das eine ist hier, wo der M53 steht, und das andere ist sein Spot. Das sind so die beiden liebst genommenen Varianten für die Arti. Und da hinten kommt schon der T10 auf. Auf den kommt er so leider gerade noch nicht wirklich drauf. Jetzt vielleicht Schuss ist raus und die ersten 263 Damage schon mal. Der 112er zieht sich da wieder direkt ein bisschen zurück, kommt aber wieder vor. Das wäre doch natürlich fein. Und jetzt kommt er klasse drauf, hat noch ein bisschen Zeit hier für die Nachladezeit. Und jetzt kommt der Schuss und 335. Ja, das läuft doch. Na, ja, sein Zugpartner hier im T29 ist leider schon raus. Und jetzt auch hier der Nachladezeitpunkt gleich erledigt. T10 steht da ein bisschen schräg, aber der landet ein bisschen vorher. Schade, schade. Jetzt stehen hier alle drei sehr gut beieinander, kuscheln hier so ein bisschen. Von dem her warten wir hier jetzt auf den Schuss. Der Schuss kommt raus. Ah, leider nur den T10. Da hätte ich jetzt fast schon gehofft, dass da ein bisschen mehr drin ist. Na? Also das Schöne ist, er kann ja wirklich entspannt drauf schießen und wirken. Der KV-3 steht schön seitlich. Das wäre jetzt ein tolles Ziel. Auf den will er auch wohl drauf gehen. Aber nee, jetzt orientiert er sich doch ein bisschen um Richtung VK. Auf wen schießt er jetzt? VK drückt da ein bisschen vor. Jetzt hat der sich hinter den Stein positioniert, aber jetzt könnte er wieder Richtung KV3 gehen. Der steht nach wie vor gut für ihn. Einzielzeit ist jetzt durch. Schuss ist raus. Ah, 294. Da kann noch mehr rausspringen. 4:7 ist aktuell der Stand des Spiels. Aber da wird noch ein bisschen was passieren, habe ich so das Gefühl. 5:7. Jetzt drücken die hier auf den, ja, jetzt zerstörten T34 drauf. Und jetzt hat er noch den Jagdtiger und das Objekt zum eigenen Schutz. Ansonsten kommt da der Gegner schon recht schnell auf. Jetzt ist der VK da gekettet gewesen. Bewegt die zweite, hält ein bisschen vor. Schuss geht raus und auch nochmal 292 hier. Man sieht, der Gegner kommt jetzt immer weiter vor. Na? Jetzt geht er da ein bisschen weiter hoch, dass er da den Winkel besser hinstellen kann, aber das klappt alles nicht so. Er braucht hinten den Arsch weiter oben, nicht vorne die Höhe, so in etwa. Jetzt dürfte es besser klappen. Jetzt sollte er so positioniert sein, dass er draufkommt auf den T10.
aimt da jetzt langsam ein, aber der T10 steht da gar nicht schlecht hinter dieser kleinen Anhöhe. Und der macht ihn jetzt weg. Feine Nummer. So, der Centurion kommt jetzt vor. Jetzt hagelt auch die Arte hier rein. Centurion ist jetzt der Letzte sozusagen, der ihn wegnehmen kann. Gott sei Dank hat er da drüben noch den M41 Bulldog, der ihn hier ein bisschen absichert, weil sonst wäre der Centurion schon lang auf ihn drauf gefahren. Weil eine Arti nimmt man ja immer gerne mit. So. Jetzt Centurion, das ist jetzt nichts so der, auf den er kommt. Er will jetzt hier scheinbar rückwärts hoch, aber nicht ganz so einfach gerade. So, jetzt will er da warten. Aber der Winkel ist ungünstigst gewählt. Wobei der M41 da jetzt durchkommt. Der will sich jetzt wohl den Centurion endlich holen und sich dem entledigen. Aber er kommt einfach nicht drauf, egal wie er den Winkel macht. Auch der T34 nicht erreichbar, aber der wird zerstört vom VK. 9 zu 10, sehr enges Höschen. An seiner Stelle würde ich jetzt sogar mich eher mal Richtung Norden orientieren, auf den Waffenträger bzw. den Jagdtiger. Weil den Centurion, das macht der André schon. Wir sind jetzt in einer sehr hohen Arti-Ansicht. 10 Hitpoints. Und dann nimmt er ihn jetzt Gott sei Dank raus. 10 zu 11. Und wo geht der nächste Gegner auf? Bleibt der Waffenträger da oben campend oder was ist der Plan davon? Da ist der Waffenträger offen. Der ist auch noch voll. Das ist sehr ungünstig. Der geht jetzt Richtung Arti. Da dürfte der Waffenträger eigentlich ganz schnelles Prozedere machen. Jetzt ist natürlich hier der Schuss auch nicht so leicht. Schuss ist raus und 887 Damage gemacht. Ja, schön. Da sieht man einfach, der Waffenträger, der ist natürlich immer gern ein Arti-Gegner. So, jetzt nimmt er den M53 raus. Aber mit dem nächsten Treffer könnte natürlich der auch zerstört werden. Also das ist noch nicht so durch für den Waffenträger. Schuss ist geladen. Schuss ist raus. Er fährt vor und der trifft ihn. Ja, perfekt. So soll es sein. Das war die Runde für den Waffenträger. Mittlerweile 11 zu 12. Der Gegner hat allerdings noch drei Artis und den Jagdtiger. Und der Jagdtiger, wissen wir alle, ist jetzt auch kein Panzer, der mal so mir nichts, dir nichts weggemacht wird. Nun ist nur doch das alles auch ein bisschen ein Geduldsspiel. Wo kann man wie und wann wirken? Jetzt heißt nur nicht, wie gesagt, zu nervös werden, aber der VK und der M41, die fahren da schon Richtung Gegner. Das ist sehr gut, weil die können da die Artis mal aufdecken. Und da ist der S51 offen. Und er nimmt gleich die erste raus. Sehr gut. Thank you.
Und da ist die nächste und die übernächste gleich offen. So, jetzt Gibby Panther. Eingeaimt. Noch ein bisschen. Schuss ist raus. Oh, und sie geht leider daneben ins Nirvana. Dementsprechend Gibby Panther noch am Leben. Auch die Frage, wo ist dieser Jagdtiger? Die ist natürlich auch noch offen. Der Bulldog tut da alles, um aufzudecken. Und da, jetzt ist Gibby Panther wieder offen. Wird jetzt vom Bulldog attackiert. Sehr gut. Bulldog nimmt da den Gegner raus. Natürlich weiß der Gegner jetzt aber auch genau, wo jetzt er hier zu finden ist. Und nach wie vor das Mysterium, wo ist der Jagdtiger? Der Zugpartner von Waffeneisenhut, beziehungsweise von Fab Fun, das sind ja alle ein Clan. Weiß ich nicht, was er sich jetzt gerade beschwert, aber spätestens jetzt wissen wir, wo ist der Jagdtiger? So, der nimmt jetzt erstmal den M12 und er seines Zeichens muss sich jetzt um den Jagdtiger kümmern. Bulldog nimmt jetzt den M12 raus, 1 Minute 20 hat er noch, bis der Jagdtiger durchgekappt hat. Zumindest glaube ich, sind die beiden Zugpartner hier mit Leib und Seele dabei. AMX Get Ready wird hier geschrieben. Und er kann jetzt wirken, er braucht nur noch sehen, wo ist der Gegner. ...45 Sekunden, also einen Schuss kriegt er noch ganz sicher raus, sobald der M41 den hier spottet. Und da ist er, volle Hitpoints, auch leider an der Stelle, die gar nicht so schön ist, bewegt sich jetzt Gott sei Dank nach vorne, das ist jetzt sein Glück. Und damit, auch wenn der Schaden nicht überragend viel war, aber er kann ihn damit hier zurücksetzen. 21 Sekunden, wenn jetzt der M41 das clever anstellt, dann spottet er den einfach weiterhin, sodass er hier immer drauf wirken kann. Weil als M41 mit den Hitpoints würde ich jetzt nicht sagen, er soll jetzt hier versuchen, den Damage zu machen und Only Spot Bulldog. Genau damit hat wiederum sein Zugpartner recht. Jetzt seitlich, Schuss kommt raus und kann hier den nächsten Schuss landen. So, jetzt dreht sich der Jagdtiger auch so ein bisschen in die Richtung von der Arti, aber er hat natürlich hier jetzt ganz klar das Problem. 2 Minuten ist das Gefecht noch lang. Schuss ist raus und wieder zurückgesetzt. Und so macht man das einfach. Clever gespielt, M41 nur am Spotten. Lässt sich hier gar nicht dazu verleiten, da jetzt versuchen, den Schaden zu machen. Arti kann ihn machen und macht es auch dementsprechend. So sollte man das tun. Und ich finde da M41 definitiv kein Noob, sondern er macht es wirklich fein. So, jetzt braucht er wieder den Spot. Er sieht ihn gerade aktuell nicht. Da ist er wieder offen. Schuss ist raus. Und der war mal satt. 924. Der macht natürlich Spaß. Und jetzt braucht er noch einen guten Treffer. Dann sollte das Ganze nämlich auch passieren. 50 Sekunden entscheidet hier zwischen Draw oder Sieg. Eine Niederlage, die sehe ich nicht mehr. Ah, er kettet ihn nur. Jetzt wird es nochmal knapp. Einen Schuss kriegt er noch raus. M41 spottet da wieder. Also wie gesagt, einen Schuss wird er noch rausbekommen. Das war's aber auch. Er hat jetzt wieder hier auf die Standardmunition gewechselt.
Und jetzt ist der Schuss raus und er nimmt ihn raus. Ganz wichtig, 10 Sekunden vor dem Ende der Runde. Und dieses Bulldog-Idiot kann ich gar nicht teilen. Ganz im Gegenteil, durch den Bulldog wurde hier diese Runde gewonnen. Also eine schöne Leistung zusammen von dem Bulldog und den AMX hier in Kombination. Tolles Arty-Replay und knapper konnte es nicht sein. Er hat hier auch den Verteidiger gemacht für sein Team. Ich hoffe, auch das Arty-Replay hat euch wieder zugesagt. Ansonsten weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Bis bald, euer Ikaramba.